Schönen guten Morgen, liebe Camperfreunde. Ich grüße euch von der Firma Reisemobile Behrens, die mich heute freundlicherweise unterstützt. Und was ich euch heute hier zeige, ist der neue 2021er Malibu Van 640 LEGT. Dieses Fahrzeug hier, wunderschön schwarz, akzentuiert mit den hübschen Felgen und kleinen Details wie hier vorne das Powerzeichen. Was sagt uns das? Wir haben eine große Maschine hier drin. Und passend zu der Maschine ist auch hier die neue Fiat Automatik drin mit Tempomat. Das macht Spaß, da macht Reisen Spaß. So, schauen wir uns kurz die Außenseite an. Wir haben hier die Chemietoilette, Stromzugang, den Kamin von der Truma. Dann natürlich die beiden Bullseye, die Bullaugen. Das ist ja immer so ein Highlight. Die fallen hier nicht ganz so auf, weil das Fahrzeug halt so schwarz ist. Aber ich finde, das macht es gerade so charmant. Und was auch neu ist, das hat Malibu dieses Jahr erst vorgestellt, sind diese Rahmenfenster. Man hat hier einen Zusatzrahmen aufgebracht, der dann diese Fenster nochmal vor Einbruch schützt. Das ist sehr schön gelöst. So, dann haben wir hier die übliche Heckpartie. Da hat sich nicht viel verändert. Ja, und hier haben wir den Wassereinlauf, nochmal einen schönen Blick auf die Felgen und natürlich auch hier nochmal das Rahmenfenster. So, und dann haben wir hier schon mal einen ersten Blick in das Fahrzeug. Ja, das sieht schon sehr einladend aus, wirklich, wirklich schön. Ich mache jetzt nochmal ein bisschen weiter, so. Zack, und da stehen schon meine Filzschlappen, weil das ist ein nagelneues Auto und ich will den nicht beschädigen. Deswegen ziehe ich mir jetzt gleich die Schlappen an und dann gehen wir in das Fahrzeug hinein. Habt also ein kurzes Verständnis dafür, dass es jetzt einmal einen Cut gibt, bevor wir dann in das Fahrzeug gehen. Vielen Dank. Bis so, und da sind wir wieder, ihr Lieben. Jetzt haben wir schon mal einen Blick hier auf die wunderschöne Dinette. Ich mag ja diese Farbgebung. Das ist wirklich fantastisch. Dieses dezente Braun. Mit dem Logo oben eingestickt, das ist wirklich toll. Und dann haben wir hier natürlich auch die Gurte für die Mitfahrer. Das heißt, wir können hier zu viert fahren in diesem Auto. Wir haben den üblichen Tisch, den man natürlich verschieben kann. So, ich muss einmal kurz noch einen Schritt zurück machen. Und natürlich zum Ausklappen nochmal diese kleine runde Ecke, die das Ganze nochmal vergrößert, sodass man auch mit vier Leuten vernünftig dran sitzen kann. Wir haben sehr schön gelöst. Zwei Lautsprecher verbaut, dann haben wir da zwei Leseleuchten, der Fernseher hängt hier schon, ja, das ist wirklich toll gemacht. Und dann schwenken wir gerade mal ins Cockpit rein, ja, dass ihr das mal seht. So, ich muss mich noch mit der Gimbalsteuerung ein bisschen zurechtfuchsen. Und da sehen wir schon die neue Automatik, ja, ganz toll. Ich habe das Vorgängermodell mal gefahren mit dieser, ja, automatisierten manuellen Schaltung. Das war so sehr gewöhnungsbedürftig. Aber das hier ist wirklich super gelungen. Da hat Fiat was Tolles gemacht. Und natürlich haben wir hier auch die USB-Ports, den 12-Volt-Anschluss. Das ist alles schick. Wir haben ein Tempomat verbaut und natürlich hinten auch Parksensoren. Dann haben wir hier den schönen Blick nach draußen. Ja, wirklich gut. Und dann haben wir hier das Skyroof. Das ist das, was den GT auszeichnet. Der hat nämlich dieses schöne Fenster hier vorne noch verbaut, was sich dann nach kurzer Überbrückung mit Licht mit diesem Heki hier fortsetzt. Ja, sehr schön. Also das Fahrzeug ist, obwohl es heute ja schon wieder grau geworden ist, heute Morgen war es so schön, ist es doch lichtdurchflutet und das ist echt toll. So, dann zeige ich euch mal ein bisschen die Lösung des Stauraums. Weil natürlich sagen viele, oh, wenn ich so einen Skyroof habe, dann fällt mir vorne das Fach weg. Aber auch da hat Malibu eine schöne Lösung. Man hat hier vorne so kleine Fächer. Das ist wirklich schön gemacht. Da kriegt man auch noch mal einiges untergebracht. Und man sieht hier auch schon die Ambientebeleuchtung. Das ist wirklich toll. Da muss ich auch gleich mal gucken, ob wir die noch vielleicht noch mal ankriegen. Das wäre schön. Auf der anderen Seite natürlich genau dasselbe. Hier haben wir auch noch mal ein Fach,
Ja, da kommt man auch ganz gut dran. Ja, da kriegt man auch noch ein bisschen was rein. Und ist natürlich ein bisschen kleiner, weil da natürlich der Kasten von der Schiebetür ist. Aber wie ihr seht, das ist hier alles schön verkleidet mit Stoff. Das macht wirklich einen hochwertigen Eindruck. So, und dann haben wir natürlich hier hinten direkt eine Klappe, damit ihr das mal seht. Moment, ich muss den Schritt nach unten machen. Da ist versteckt der gesamte Bereich der Steuerung. Hier wäre vermutlich auch noch Platz, um noch mehr unterzubringen, wenn man noch mal was ergänzt. Also hier haben wir die Truma mit Einheitssteuerung. Ja, da ist der Sensor. Und hier haben wir natürlich den Bordcomputer mit allen wesentlichen Informationen. Bordspannung, Wasser, Grauwasser und so weiter. Ja, das ist halt schön gemacht. So, jetzt drehen wir uns mal rum. Zack. Und dann schauen wir uns mal die Stauräume hier oben an. Da haben wir so einen kleinen Hebel, den wir drücken können. Und dann haben wir hier, genauso schön verkleidet wie vorne in den Fächern, haben wir halt hier die Staufächer. Da geht auch ordentlich was rein. Und die drückt man einfach zu oder man hilft nach mit dem Finger an dem Schloss. Ja, da sieht man mich so ein bisschen in der Spiegelung. Ich mag diese Farbgebung. Das ist wirklich toll gemacht. Sehr stabile Scharniere. Da ist hier nichts billig verarbeitet. Das ist wirklich toll. Vorhänge, Ton in Ton. Natürlich lässt sich hier auch alles nochmal abdunkeln. Mit dem Fliegengitter, das haben wir hier vorne natürlich auch. Seht mal, ja, da können wir die ganze Schiebetür entsprechend zumachen. Das ist super. Und dann sind wir ja auch schon in der Küche. Das ist echt toll. So, dann haben wir hier den üblichen und schon bekannten 2-Flammenkocher. Zack. Auch hier Piezo-Zündung. Man hört's. Und dann haben wir hier natürlich das bekannte Schneidebrettchen, was man rausnehmen kann. Ja? Einmal mit der Schneideseite und einmal mit Regalseite. Und dafür ist natürlich dieses hier vorgesehen. Da kann man das so reinhängen. Das ist super. Das Spülbecken finde ich ausreichend groß und tief. Das ist wirklich gut. Und hier haben wir einen schönen Wasserhahn, den wir wegschwenken können, wenn wir hier dran müssen. Das ist wirklich gut gelöst. Ja. So, in dem Bereich haben wir hier vorne eine 230 Volt Steckdose. Ein bisschen Beleuchtung hier oben drüber, das ist super. Und dann haben wir hier, wenn wir mal runterschwenken, zack, Schublade mit Besteckkasten. Auch schön gelöst. Und da hinten, das ist ganz clever, kleine Aussparung, weil da natürlich der Abfluss ist vom Waschbecken. Ne? Das müssen wir auch unterbringen. Und trotzdem ist jeder Platz optimal genutzt. Das hier natürlich mit Soft Close. Super. Und dann gucken wir mal hier. Zack. Da ist eine große Schublade. Da geht sehr viel rein. Also da kriegen wir wirklich viel unter. Vorräte. Vielleicht noch ein paar Töpfe, Pfannen. So, auch hier natürlich mit Soft Close. Schwupp. Zudrücken. Und ganz unten natürlich auch nochmal. Damit man das schön sieht. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen eingeschnitten. Warum? Das zeige ich euch jetzt. Weil wir haben hier vorne am Eingangsbereich, ja, nicht nur den Schalter für die Stufe, Lichtschalter, Steckdose 230 Volt, sondern schön im Mülleimer versteckt. Also da hat Malibu echt mitgedacht, das ist wirklich toll. Dann haben wir natürlich hier auf der anderen Seite den Stauraum im Boden. Was mir hier gut gefällt, sind die Verschlüsse hier. Zack, springen die auf. Und dann kann man das komplett hoch machen. Das sind richtig stabile Scharniere. Das hält was aus. Das wird auch Jahre halten. Und ich habe hier natürlich richtig Platz. Hier kriege ich nochmal ordentlich Schuhe rein oder Regenschirm, ähnliches. Also hier ist wirklich Platz. Das ist wirklich toll gemacht. So, wenn man das zumacht, dann verriegeln die Dinger auch schön. Und dann sind wir direkt, wenn wir hier unten schon sind, hier nochmal eine große Schublade. Da ist auch jede Menge Platz. Ja. So, und da ist auch nochmal eine Klappe, wo man dann von oben dran kommt. Auch schön gemacht. Fußbodenauslass natürlich da hinten in der Ecke. Und USB war auch auf der Seite hier zu kriegen. Jetzt muss ich gerade selber mal suchen. Aber ist vorhanden.
So, jetzt haben wir das. Jetzt kommen wir noch mal weiter in die Küche rein. Also zum einen hier oben noch mal ein Fach, bisschen abgetrennt mit Holz, weil natürlich da auch wieder die Mechanik der Tür hinter ist. Und man kann natürlich hier oben wahrscheinlich auch Dosen reinstellen und Ähnliches, und die sollen natürlich in den Stoff nicht beschädigen. Da hat also, das ist auch wieder so ein Detail, ja, da denkt man einfach drüber nach. So, wenn wir jetzt hier mal kurz die Kühlschrank aufmachen. Kleiner, aber feiner Absorberkühlschrank, Dometic Serie 8 mit Eisfach. Und da kriegt man schon ein bisschen was rein. Vor allem auf der Seite hier, was mir gut gefällt, hier gehen auch relativ dickbauchige Flaschen rein. Und dann kann man das eventuell noch ein Stück tiefer machen. Aber da müssten sogar die 1,25er Flaschen reingehen. So, verriegeln wir das. Dann schwenken wir einmal nach hinten. Das ist der eigentlich bekannte Blick schon, ja. Das baut Malibu ja schon so eine ganze Zeit. Was ich fantastisch finde, sind diese doch sehr schön gelungenen, geschwungenen Schränke, ja. Hier ist jede Menge Platz drin. Und auch hier natürlich wieder der Stoff, der nachgibt. Da kriegt man schön Wäsche rein. Das ist natürlich, weil da oben auch Platz ist. Hier sind so kleine. Dadurch, dass das so ein luftdurchlässiger Stoff ist, ist natürlich auch eine Hinterlüftung da. Also das ist wirklich toll gemacht. Dann in den Ecken wieder diese schönen kleinen Regale mit den Netzen davor. Da passt unglaublich viel noch rein, ja. Aber es fällt nicht raus bei der Fahrt. Und natürlich unten drunter wieder die schönen kleinen Ablagen. Da passt schon mal ein Handy rein oder so. Dann haben wir natürlich in den Ecken die kleinen Ablagen. Ja, das ist wirklich toll. Dann kleine Holzbrettchen, damit eben das Kopfkissen da hinten nicht rausfällt in die Tür. Und was wir nachher sehen, wenn wir die Garage uns einmal angucken, hier ist natürlich dieser Dichtungsschlitz. Da kommt ja gerne kalte Luft rein, ja. Da hat Malibu hier unten einen Heizungsauslass hingemacht, der so ein bisschen quer links und rechts warme Luft strömen lässt, sodass das dann auch nochmal zusätzlich klimatisiert. Die Betten selber, oder beziehungsweise die Bullaugen selber hier hinten, man sieht das, die haben auch die Verdunklung natürlich, die geht aber quer durch. Das ist also nicht für jedes Fenster eins, sondern das ist komplett eine Verdunklung für beide Bullaugen. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Und seht mir nach, dass hier noch so viel liegt. Das Fahrzeug ist gerade jetzt auf dem Hof eingetroffen und ich habe schon Gelegenheit hier zu filmen. Das ist wirklich ganz toll und vielen Dank an der Stelle nochmal an Reisemobile Behrens. Das macht mir die Sache natürlich auch sehr einfach, ja. Die Betten sind unterschiedlich lang. Das linke ist knapp 2 Meter, das rechte ungefähr 1,80. Das ist dem Bad geschuldet, was wir gleich angucken werden. Und natürlich hier unten nochmal auf der Stufe nochmal ein Fach. Da kann man auch nochmal was reinstellen. Dann haben wir hier noch eine 230 Volt Steckdose. Ein Heizungsausströmer, das ist alles schick gemacht. Und dann haben wir hier auf der linken Seite unter dem Kühlschrank haben wir einen Kleiderschrank. Und wie ihr schon seht, beleuchtet und sogar mit Kleiderstange, wie sich das gehört. Da passt auch unfassbar viel rein. Also da kann man auch zu zweit eine ganze Menge unterbringen. Ja. So, und dann sind wir hier vorne schon am Bad. Wenn wir jetzt nochmal zurückschreiten. Bis ins letzte Eck. So, dann sieht man das jetzt mal hier. Das ist der Blick quasi vom Eingang hinter in den Schlafbereich. Und hier vorne haben wir natürlich das Bad. So, da schieben wir die Tür nach hinten weg. Sehr schön gemacht. Und hier ist das allbekannte Malibu Raumbad für den Van. Das ist die Drehtoilette da unten. Ja, die habe ich jetzt gerade mal weggeschwenkt, damit man die Dusche auch sieht. Wir haben da unten so Abtrennung zu sehen und hier ist so eine Gummilippe, die hier hochgeht. Da passt dann halt hier diese Acrylwand davor. Und die geht auf der anderen Seite, da haben wir nämlich auch eine. Hallo! Oder wie Andrew Ditton aus England sagt, oh oh! Und diese hier, die klappe ich im Prinzip vor den Schrank. Und dann habe ich hier eine kleine, aber feine Dusche, wo ich dann auch, wenn ich dann freistehe oder ja, auf die Schnelle mal duschen will, kein Waschhaus in der Nähe habe, kann ich hier auch duschen. Und zwar relativ bequem.
Wenn ich hier reingehe mit meinen 1,87, dann stehe ich hier auch noch mal halbwegs gerade hoch. Und ich habe natürlich durch das, gehen wir mal hoch, so, durch das Skyroof, und da ist die Sonne wieder, das ist ein 40x40 Heki, da habe ich auch ordentlich noch mal ein bisschen Platz nach oben, wo ich dann auch mal meine Rübe reinstecken kann oder auch zum Lüften öffnen kann, ja. Das ist schön gemacht. So, und dann haben wir hier hinter dem Spiegel verbirgt sich natürlich nochmal ein Schrank. Klein, aber fein. Da geht ein bisschen was rein. Auch hier sieht man schon wieder diese schöne Stoffisolierung. Dahinter laufen irgendwelche Leitungen lang, die kann man ertasten. So, das ist schön gemacht. Dann habe ich hier kleine Ablagefächer. Ein schönes, modernes Waschbecken mit einem, ja, dem Wasserhahn, den wir auch schon aus der Küche kennen. Hier ist nochmal ein kleines Fach, und das finde ich besonders clever gelöst, weil hier habe ich die Klopapierstange und dann fädel ich das Papier durch diesen Holzschlitz raus, und dann ist nämlich das Papier immer trocken und hängt dann hier unten in Griffhöhe direkt raus, wenn ich auf dem Pott sitze und Papier brauche. Heizungsausströmer da, hier ist nochmal eine Serviceklappe, da sind noch mal ein paar Sachen hinter, da könnte man vielleicht nochmal, ja, Chemie reinstellen oder sowas, aber eigentlich ist das mehr so eine Serviceklappe. Was natürlich wieder elegant gelöst ist, das Fahrzeug verfügt über zwei Abläufe. Das heißt, wenn der hier schief steht auf dem Gelände, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann fließt das Wasser trotzdem beim Duschen ab. Ja, soweit erstmal der Blick von innen. Gefällt mir gut. Wie gesagt, über die Farbgebung, von der bin ich ganz begeistert. Auch der Boden passt sehr schön zu dem hellen Holz und dem braunen Sitzen. Das ist wirklich toll gemacht. Ja, wir haben hier die 160 PS Variante mit der Automatik. Und ich würde euch jetzt nochmal mit nach hinten nehmen in die Garage. Dafür schalte ich hier einmal kurz ab und mache hinten wieder an. Bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt stehen wir hinten am Fahrzeug. Die Sonne ist passend wieder rausgekommen. Ich liebe es. Herbst ist was Schönes. Vor allem, wenn wir nicht nur Grau in Grau haben, sondern eben auch die Sonne zwischendrin und dann das leuchtende goldene und rote Laub sehen. Ja, das ist das Fahrzeug nochmal von hinten mit der gesamten Garage. Damit ihr einen schönen Einblick kriegt, schwenke ich einmal richtig rein. Ihr seht die Verzurösen, ihr seht die zusätzlichen Halterungen für Einlegeböden. Das heißt, hier kann man sich nochmal Einlegeboden reinzaubern. Und schon hat man hier nochmal ein zusätzliches kleines Fach unter der Garage. Rechts hinter dem Kasten befindet sich der Wassertank. Der ist von oben zugänglich für Reinigungsarbeiten. Kleine Ablagefächer hier. Dann haben wir auf der linken Seite ganz klar zu sehen, da ist die Truma-Heizung dahinter. Das ist die Serviceklappe. Hier haben wir nochmal Stauraum. Das ist auch clever gemacht mit diesen zweiflügeligen Türchen. Dann kann man wirklich einmal rumschwenken. Ja, kann man hier reingucken. Da ist richtig Platz drin. Also das ist volle Tiefe vom Gaskasten, bestimmt 60 cm, ungefähr 30 cm jeweils hoch. Oben vielleicht sogar 40. Da kriegt man auch mal ordentlich was rein. Und dann haben wir hier auch sehr schön oben diese Verzurgurte, wo man noch mal zusätzlich was unterbringt, ja. So, dann haben wir natürlich Beleuchtung auf der Seite, kann man auch schön sehen. Und jetzt gehen wir gerade mal an den Gaskasten. Zack. Hier gehen zwei Flaschen rein, die Vorrüstung ist dafür da. Und dann habe ich hier den normalen Gasanschluss. Da geht mit Sicherheit aber auch eine Duo-Control gegen Aufpreis rein. So, und dann haben wir hier den eben angesprochenen Heizungsausströmer, der halt hier durch das Blech die Luft nach links und rechts verteilt und somit dann eben für ein bisschen warme Luft in diesen Bereichen hier sorgt. Womit dann die Gummis natürlich hier, ja, ich sag mal, da kommt ja immer ein bisschen Luft durch, ne? Also das wird vermutlich dadurch unterbunden. Und dann haben wir nochmal von hier den Blick schön auch unter das Bett. Hier ist USB. Das finde ich immer wichtig, dass man auch im Schlafbereich einen USB-Port hat. Zweimal Leselicht. Da ist nochmal Licht. Da ist Licht. Ja, und dann haben wir hier diese kleinen, aber feinen Ablagen. Also wirklich schön.
So, und jetzt machen wir den gerade noch mal zu. Technische Daten habe ich euch ja schon gesagt. 6,40 Meter lang. Ja, wir haben die schicken Fenster, die Bullaugen. Wirklich sehr gelungenes Fahrzeug. Ganz toll. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Ein Abo sehe ich natürlich auch gerne und macht direkt die Glocke an, dann verpasst ihr auch nie wieder ein Video von mir. Und nochmals vielen, vielen Dank an Reisemobile Behrens für die Gelegenheit, dass ich hier auf dem Gelände filmen darf. Die 2021er Modelle, aber auch andere Fahrzeuge. Das wird hier noch einiges geben. Vielen Dank.